Es wird Zeit, über die zweite / neue Staffel einer Serie zu sprechen, deren erste Staffel ich geliebt habe, die in Deutschland viel zu wenig Leute kennen, die inzwischen für 17 Primetime Emmys nominiert war oder in der so viel Leidenschaft steckt. Nicht nur für die Kunst des Kochens und das Essen selbst und die Hingabe dazu, etwas zu kreieren, was bei anderen die Sinne förmlich zum Tanzen bringt, sondern einfach eine Serie, in der so viel über das Menschsein in seinen positiven, in seinen negativen Seiten drinsteckt. Die Rede ist von The Bear. Die zweite Staffel von The Bear hat 10 Episoden, die zwischen 26 und 66 Minuten lang sind. Was schon bei der ersten Staffel auch so war, dass es quasi eine ausuferndere Episode gab, die sehr kurz sind. Deswegen insgesamt sich die Serie auf der einen Seite sehr kurzweilig schaut, sollte man damit aber nicht verwechseln, dass da nicht eine ganze Menge mit drinsteckt. Das hat 12 Jahren freigegeben. Und die zweite Staffel könnt ihr euch komplett seit dem 16. August auf Disney Plus anschauen. Und damit war es, glaube ich, so ein Versatz von knapp 2 Monaten im Vergleich zu den USA, deswegen man schon sehen konnte, dass die zweite Staffel zumindest bei den Votings der einzelnen Episoden bei IMDb wieder richtig steil gegangen ist. Einige Episoden, die fast eine 10-Punkte-Wertung haben, und dementsprechend habe ich mich wieder sehr darauf gefreut. Und für alle, die jetzt sagen, was ist denn The Bear? The Bear ist die Geschichte eines Mannes namens Carmen Bersado. Der ist einer der besten Köche in einem der besten Restaurants der Welt. 3-Sterne-Küche in New York City. Aber ein Jahr später steht er in Chicago im Original Beef des Restaurants, das seinem Bruder einst gehört hat, und versucht, diesen Laden irgendwie zu führen. Und in der ersten Staffel geht es darum, mit einer Crew zu arbeiten, die zwar irgendwie kein Können aufweist, aber schon ein Interesse, die durchaus auch talentiert sein kann, diesen Laden zu führen, aber eben durch eine Hauptfigur, die so malträtiert worden ist in einer militärisch straff geführten Küche. Und da gibt es in der ersten Staffel eindrucksvolle Sequenzen, dass dieser Mensch so sehr Druck und Stress ausgesetzt worden ist und vor allem auch den Dingen, die er nicht verdient hat, die er nach dem Leben eigentlich gar nicht streben darf, sodass er eine Arbeitsmaschine geworden ist und darunter brodelt ist, darunter kocht ist, darunter braucht es manchmal nur wenige Tropfen, dass das Fass überläuft und Dinge explodieren können. Und in all dieser Kraft waren aber auch wunderschöne Momente rund um das Thema Familie, die Fragen der eigenen Vergangenheit. Und ich finde ein Staffelfinale, was so wundervoll war, dass ich mich auf die zweite Staffel gefreut habe. Nun kann ich nicht ganz auf die zweite eingehen, beziehungsweise wenn ich auf sie eingehe, ohne auch ein bisschen einen Ausgangspunkt zu geben, wo denn eine Staffel 1 zu Ende geht. Aber dementsprechend müsst ihr euch selbst entscheiden, ob ihr die Review jetzt an dieser Stelle weiterschaut. Was aber passiert ist, es geht quasi um die Idee dieser Crew, die inzwischen an einem Punkt steht, wo sie zumindest wissen, dass sie eine gewisse Befähigung haben, zu sagen, pass auf, wir ziehen mit den Möglichkeiten nach dem, was wir am Ende der ersten Staffel erleben, unser eigenes Restaurant groß. Und es geht um diese Zeit dorthin, dieses Finden von einzelnen Figuren, sei es jemanden, ich komme gleich auf die einzelnen Akteure, die sagen, ich möchte dieses oder jenes umsetzen, dieses oder jenes lernen, bin ich vielleicht auch zu alt dafür, oder was ist vor allem für jemanden, der niemanden an sich hat wirklich rankommen lassen, wenn auf einmal Romantik eine Rolle spielt, wenn es eine andere Ebene gibt, in der nicht nur Arbeit das Leben ausfüllt und man durchaus auch merkt, wie man sehr damit fremden kann, wenn auf einmal jemand einen liebt, weil man das gar nicht gewohnt ist. Und dann gibt es auch wieder einen großen Rücksprung in die eigene Vergangenheit und in die Familie von Carmi und zu so einer krass durchmalträtierten Episode, der eben auch zeigt, wenn zu einem Familien fest alle zusammenkommen, dass Familie eben auch etwas ist, was man sich nicht aussucht und wie Konflikte manchmal brodeln und explodieren können. Und dass diese Serie eine ganz eigene Energie hat, glaube ich, sieht jeder, der sich The Bear mal angeschaut hat. Läuft nicht umsonst auf Disney Plus dann auch unter dem Reiter Star, weil da eben eine Menge erwachsene Themen drin sind. Das ist jetzt nichts für Kinder, auch wenn sie ab 12 Jahren freigegeben ist. Aber neben einem John Bernthal, den man schon auch in der ersten Staffel bekommt als Stargast, sind diesmal auch Leute wie Olivia Colman, Bob Odenkirk, Bill Poulter, Sarah Paulson oder Jamie Lee Curtis mit dabei. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie diese Serie auch als ein besonderes Momentum mit aufgenommen wird. Und jetzt möchte ich über die einzelnen Figuren reden. Jeremy Allen White, den viele, glaube ich, aus Shameless kennen, spielt hier Carmen Bersado. Und ich finde, dass dieser Typ nicht nur mit seinen eisblauen Augen und auch mit seiner Physis, sondern vor allem in seinem Blick, in dem man merkt, er ist jemand, in dem es arbeitet, der schnell Dinge verarbeitet, der zu einem bestimmten Punkt will, der aber auch über Kommunikation, da gibt es eine besondere Handbewegung, die ich sehr schön finde in der zweiten Staffel, lernt, wie es zwischenmenschlich ist, wenn man an einem Punkt gerät, wo man weiß, ich will gerade eigentlich nach vorne diskutieren, argumentieren, weiß aber, das ist nicht richtig. Ich will mich aber eigentlich auch entschuldigen, dazu bin ich aber gerade nicht fähig, wie man quasi
eine neue Brücke aufbaut und ein ganz eigenes Verständnis. Und wenn dann mittendrin eben auch wunderschön angefangene romantische Szenen mit so nahen Aufnahmen an den Gesichtern, wo die Musik, finde ich sowieso in der zweiten Staffel, die reicht von abgedreht und aufgedreht bis hin zu Taylor Swift, aber so harmonisch ineinander hineinpasst. Ich dachte, da steckt auch so eine ganz schöne Ebene mit einer Liebe, auch zu Chicago als Stadt mit drin, wie es in der ersten Staffel noch nicht so war, sodass ich diese Serie von so einer Tonalität, von einem Wählen und einer destruktiven Kraft in den weitesten Teilen hinentwickelt zu einer Teamarbeit, in der viele noch mehr an einem Strang ziehen und dennoch gerade Richtung Finale so viel auf dem Spiel steht und man quasi an diesen Kipppunkt kommt, wo man sich fragt, man ist doch gerade auf dem richtigen Pfad. Warum verwehrt man sich manchmal selbst, weil man glaubt, es nicht wert zu sein, die Liebe, die Hingabe, seine Ziele zu erreichen? Warum betreibt man so oft Selbstsabotage? Und das sind ganz fein beobachtete Themen. Und das packt Jeremy Allen White richtig gut zusammen. Und dann ist es quasi so eine Art Counterpart durch Ayo Adebayo, die Sydney spielt, quasi eine Köchin, die ganz, ganz viel Leidenschaft mitbringt, die eigene Dinge kreieren will. Die weiß zwar noch nicht wie, aber die erträumt sich Dinge, die probiert aus, die ist auf dem Pfad des Spürens ihrer Sinne. Und dann gleichzeitig aber auch eine Backstory und die Frage, wie sind die Erwartungen aus dem eigenen Haus? Wie viel kann ich auf eine Karte setzen? Und diese Unsicherheiten, die man mit diesen Energien zusammenbringt, in der dann quasi in einer Gruppe viele unsichere Menschen zusammenkommen, die aber zueinander wie Gegenstücke sind und sich wie Pfeiler stützen können. Das ist so toll zu sehen in The Bear. Da ist zum Beispiel ganz stark Eben Moss Backrach, wenn ich ihn richtig ausspreche, als Richie, der Cousin unserer Hauptfigur, der irgendwann mal aufgetaucht ist in der ersten Staffel, als einer, der immer meckert, der immer mault, der immer alles besser weiß und der im Grunde ganz klar sagt, ich habe eigentlich nur Angst, nicht mehr dazuzugehören, wenn sich alle weiterentwickeln. Und der aber auch findet, einen Weg findet, dazugehören zu können und feststellt, was für eine Magie das eigentlich sein kann, Teil von einem großen Projekt zu sein. Und ich finde das immer wieder inspirierend, wie diese Figuren ihre Momente kommen. Zum Beispiel Lionel Boyce spielt Marcus, einen, der in der ersten Staffel so einen Weg zur Konditorei, zur Konfesserie hin entwickelt, der das Backen spannend findet, der hier einen Weg nach Kopenhagen findet, um zu lernen, um zu entwickeln. Und das fühlt sich immer wieder so an, als hätten sich ganz tolle Momente zusammengefunden, ohne dabei zu cheesy zu sein, ohne dabei zu catchy zu sein. Und wenn sich das mit diesen wunderbaren Aufnahmen von Essen und letztendlich einem Gast etwas bereiten zu wollen, zusammenpaart, aber auch einem finanziellen Druck im Rücken, einem Leistungsdruck, einem Zeitdruck und eben das Leben immer wieder durchschlägt und man nicht das Gefühl hat, das spielt hier alles in der Welt, die nur abgekapselt ist und es ginge irgendwie nur um ein, zwei Themen. Es geht um das Menschsein und auch den Druck im Alltag und wie man füreinander da sein kann und eine eigene Familie findet unter Freunden und auch unter Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und was es bedeutet, aufeinander aufzubauen und füreinander da zu sein. Und das ist wirklich richtig toll. Ich könnte jetzt noch weitere Akteure eingehen, aber ich glaube, was es am meisten gilt, bei The Bear zu beschwören, ist es für mich, dass ich finde, dass viel zu wenige Leute diese Serie auf dem Schirm haben. Wenn ihr zufällig generell einen O-Ton schaut, macht das auf jeden Fall hier. Da steckt noch so viel neben dem ganzen Gefluche drin, was vor allem aber nochmal so ganz viele eigene Zwischentöne mitbringt. Und da muss ich sagen, es ist auch zum Beispiel in der Kameraarbeit. In der ersten Staffel war so viel Handkamera in dieser Küche drin, in dieser Beengtheit, in diesem Tempo. Die ist auch hier wieder. Aber insgesamt auch ruhiger. Insgesamt dann auch wieder Sachen, wo man sich Zeit nimmt, Gesichter zu zeigen, wo man sich Zeit nimmt, einfach mal das Bild stehen zu lassen, wo ich dann, und dann muss ich sowieso sagen, Episode 6 sticht komplett raus. Das ist nochmal ein ganz eigener Trip innerhalb dieser Serie. Aber ich glaube, alle, die sie schon gesehen haben, ich bin so auf eure Kommentare gespannt, weil ich finde, dass es so selten passiert, dass eine zweite Staffel sich so anders anfühlt als eine andere, aber dadurch nicht schlechter. Und dass man das schafft und dass man das hier so umdreht, auch mal ganz weit weg geht, eben nach Europa zwischendurch mit so einer kleinen Episode, ergibt das für mich eine Serie, wo ich das Gefühl habe, der Cast ist voller Leidenschaft und hat Lust darauf. Man spürt diese Leidenschaft im Fokus, aber eben doch das Leiden, was dadurch entsteht. Man spürt den Respekt der Figuren untereinander, aber auch den Schmerz, den man sich in Streitereien zufügen kann. Dieses Gefühl von Familie im negativen Sinne, aber auch einer Familie, die man sich bauen kann im positiven Sinne. Dieses Kurzweilige, ich hätte weiter und weiter und weiter schauen können, dass diese Staffel 2 Episoden mehr hat und durchschnittlich auch längere Episoden hat, fällt mir so gar nicht auf, weil diese Serie eine ganz eigene Dynamik mitbringt, mit einer tollen musikalischen Untermalung. Und für mich ist sie so eine meiner All-Time-Favorite-Serien. Um ein paar zu nennen, wäre das zum Beispiel Ted Lasso oder Chernobyl oder Euphoria,
Sopranos, aktuell Succession oder das Yellowstone-Franchise in seiner Gänze. In diesen Qualitäten, finde ich, finde sich The Bear wieder. Und gibt es auch immer eine Chance. Wenn ihr davon noch nie was gehört haben solltet, macht es. Ich bin hier bei 9 von 10 möglichen Punkten und fühle mich konservativ bei der Einschätzung. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass sie es noch geiler machen werden. Und dafür hebe ich noch ein bisschen Platz nach oben auf. Okay, dann bin ich am Ende meiner Review zu The Bear Staffel 2. Könnt ihr, wie gesagt, seit einer guten Woche auf Disney Plus anschauen. Macht das! Knaller Ding aus meiner Sicht. So, ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serienschauen.